Und willkommen zurück zu Spec Ops The Line. Haben gerade unsere Kollegen da hinten gerettet, beziehungsweise die auch mit unter anderem uns. Und ich muss mal wieder schauen, wo es überhaupt weitergeht. Coole Schmetterlinge übrigens. Hätte ich gerne auch so als Deko. Ich weiß, Mann, Schmetterling, Zombiespiel und sowas. Seilrutsche. Schön, schön. Aber da, das ist doch wohl. Was die sich wieder dabei denken. Kurz mal Muss Munition. nachladen. Ja, machen wir mal eben schnell. So, und gehen jetzt mal in die Seilrutsche runter. Und schau mal, was uns da unten erwartet. Munition! Wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Scheiße, Feindkontakt! Wo sind die? Über dir! Ja, klasse, klasse! Geht direkt schon mit Action los. Schwer unter Beschuss. Was ist. Halte durch, ich bin dran! Wer schießt denn da? Ah, verdammt! Wieder einer! Ach du Heilige! Geht ja direkt schon mit richtig, richtig viel Action wieder los. Nur die Ruhe, Marty. Wir schießen nach. Ich will auf meiner Position bleiben. Sonst wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich meine, das willst du doch nicht. Dass die anderen wissen, wo du bist! Hättest du nicht von mir gedacht, was? Dieser Psycho. Was ist das denn hier? Ah! Drecksaudi. Feind ausgeschaltet! Ein Ork oder was? Das hat so eine Art Lüge im Verarschen sein. Legends of Arrakator. Das sagt mir gar nichts. Vielleicht ein neues Projekt? Hallöchen. Patschi schön ab in den Schädel. Ja, wir müssen langsam auf unsere Munition aufpassen, aber ein paar Schuss werden wir hier noch haben. Ja, ja, nehmen wir vielleicht gleich mit. Gegner oder? Ne, jetzt sind unsere Freunde. Ja, dann rette den doch mal. Nein! Geht nicht! Steh unter Feuer! Verdammter Mist! Lugo, lebst du noch? Lugo! Wie geht's dir, Lugo? Ich bin am Verrecken, verdammt! Schnell, Walker! Ja, rette den! Ich kann nichts machen! Du wolltest mich jetzt so ungefähr verarschen. Okay, ich stelle ihn auf die Füße. Danke, Mann! Muss ich glaub, das waren alle. Gibt kein Problem. Da kommen noch mehr! Verflucht! Wann hört das endlich auf? Oh, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Wow. Aber es geschieht euch recht. Ist er jetzt rein? Nee, ist Adams. Wir werden hier überrannt, Walker. Wie wär's mit dem Plan, verdammt? Ihr müsst in die oberste Etage. Ja, ich sehe das Ding so, aber die Explosion finde ich ja hin. Ja, Mann. Wir sitzen fest. Das geht schon. Walker, mach unter uns klar, Schiff. Wir seilen uns ab. Klar. Ist angedeckt. Da rennt sich was. Das ist unsere Chance. Los. Tango erledigt! Ah, verdammt nochmal! Schrotflinte, warte mal, du Feuer! Scheiße, ich brauch hier Deckung! Pass auf, wo du hast, oh, 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 oh! Sorry, Mann, aber... Wieder einer weniger! Das ist einfach zu viel los! Schon unterwegs! Hilf uns! Ich bin ja schon dabei, euch zu helfen, fragt mich nach Sonnenschein! Ja, ich muss ja selbst ein bisschen auf mich achten hier. Mensch, Leute, was will ich immer vorstellen? Wo? Schwerer Trooper! Wo ist ein schwerer? Yo, mein Liederknüppel! Da kommt noch einer! Beeilung! Kill diesen scheiß schweren Trooper! Ich bin schon voll dabei! Kill diesen scheiß schweren Trooper! Scheiße, überhitzt, überhitzt! Ich liebe diese Mucke. Wo denn? Tür ist offen! Los rein! Walker, halt uns vom Leib! Hinter! Bin ich da schon dabei, Mann? Winterhalt! Vorsicht! Wir müssen hier raus! Geht nicht! Tür ist blockiert! Walker! Ihr könnt! Vorwärts! Ja, ein schwerer Tiefer! Scheiße, die sind überall! Mist! Sind unter Feuer! Ja, ich krieg das schon mit! Das... Vorsicht! Hab ihn! Wo? Geh hoch! Wir gehen aufs Dach! Deck uns! Ah. Ach du Heil, sind sie schon ganz oben? Schrotflinte unterwegs! Feindbewegung! Ah. Marke, hier ist eine ohne Deckung! Halte
Nein, Fresse. Ich komme nicht durch, jetzt nimmt alles. Was wollt ihr denn noch von mir? Vorsicht, hier sind ein Haufen Munitionskisten. So, ich muss doch gleich mal ganz... Ja, ich mach das schon. Feind ausgeschaltet! So. Guck mal, da kommt gleich nicht mal eine kleine Unterbrechungspause, damit ich mal mein Mikro richten kann. Weil es rutscht mir langsam auf die Brust. Es rutscht, das ist schon mal fein. Ich rutsche rüber! Ich auch! Zurück! Dann mach doch mal hin! Oh, oh, ne. Was soll das, Walker? Ich sag doch, geh weg! Ach, halt die Klappe. Bist du okay? Ja, ja, nur keine Sorge. Was ist mit euch? Ja, gut. Hört ihr das? Tja, bevor wir jetzt erfahren, was da kommt, werde ich euch mal hier ganz kurz unterbrechen und, ja, ich sag mal, eigentlich bis jetzt direkt... Tja, seht ihr, geht direkt wieder weiter. Ich muss nur kurz, wie gesagt, mal Mikro richten. Los! Die Waffe weg! Wird's bald! Okay, los! Okay. Nicht schießen! Ich ergebe mich! Was ist hier los? Da will einer nicht mehr Soldat spielen. Wie ist Ihr Name? Staff Sergeant Josh Forbes. Dienstnummer 658. Sie sind kein Kriegsgefangener. Was mich betrifft, noch nicht mal Soldat. Sie können nicht... Ich kann machen, was ich will. Also... Das Arschloch im Radio. Von wo sendet dieser Mann? Vergesst es. Der wird beschützt. Den kriegt er nie. Unser Problem, nicht ihres. Von da, oben in Trans Emirates Building. Lugo, wenn wir es dahin schaffen, kannst du den Sender bedienen? Eine Massenevakuierung? Sofort. Wird nichts zu evakuieren geben. Wie bitte? Denken Sie nach, Captain. Wir sind hier in der Wüste. Was glauben Sie, wie lange die Leute ohne Wasser überleben? Mein Gott! Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten. Denkt immer daran. Machen wir, wenn er uns mal wieder killen will. Sobald geht die Zeit aus, Gentlemen. Los geht's. Tja, so kann man wohl laut sein, dass Dubai die Zeit ausgeht. Und schon wieder. Ist der Colonel jetzt gut? Ist er schlecht? Ist der wahnsinnig? Der kümmert sich um den DJ. Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger. Wir klauen ihm sein Mikro. Drei wie wir gegen einen Fettarsch mit dem iPod. Das macht mir keine Angst. Man muss mit allem rechnen, Adams. Anpassen und gewinnen, Mann. Hey, alles was nötig ist. Wohin jetzt, Lugo? Nach Norden, über die Dächer. Dürfte der direkte Weg sein. Klingt gut. Ja. Da kommt ein Heli. Schön, dass ein Heli kommt. Ich möchte aber auch gerne nicht, dass der uns sucht. Hör, wird mal was Neues. Wo will der hin? Zum Funkturm höchstwahrscheinlich. Verstärkung. Toll. Das hat uns noch gefehlt. Hey, sei doch dankbar. So bleibst du in der Übung. Ja, das kann man wohl laut sagen. So bleibt man also in der Übung. Ja, das möchte ich sehen. Gibt es eigentlich nicht mal irgendwo mal wieder Informationen? Aber schon Kapitel 12. Also, das kommt mir, ne? Wie viele Kapitel sollte ich mir nochmal? 13 oder 16? Eins von beiden war es, meine ich. Bedeutet, wir nähern uns langsam schon am Ende. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt schon diese Aufnahme schaffe, aber bestimmt schon in der nächsten. Gehe ich doch zumindest schon in der Hoffnung aus. Wenn das nicht alles so kaputt wäre, wäre es bestimmt recht schön hier. Garantiert. Wir sehen übrigens... Klingt nach Scharfschütze. Ziemlich nah dem Sound nach. Seid vorsichtig. Was gibt's? Schon wieder Unruhen. Die scheiß Zivilisten drehen durch. Genau wie beim allerersten Sturm. Alles für die Katz. Der Colonel sagt, wir bauen alles wieder auf. Wozu denn? Wird ja keiner mehr übrig sein. Mann, bist du scheiße drauf heute. Ich brauche eine Zigarette. Hat Crosby heute Dienst? Ja, schiebt Wachdienst auf 2. Sag dem Arsch, ich will sofort meine Fluppen haben. Sonst Shepherds. Die haben uns noch nicht entdeckt. Kein Schalldämpfer? Sehen wir es uns an. Ich hab keinen Schalldämpfer. Und wegen Schalldämpfer. So wird das gemacht.
So, den Barmski! Verdammt! Jetzt wissen Sie Bescheid! Ja, klingt, als bekäme ich Besuch. Ihr müsst entschuldigen, hier sieht's furchtbar aus. Als wäre ein... Feind ausgeschaltet! Das ist kein Freundschaftsbesuch. Meinst du, ich hab Angst vor euch? Ich sag dir, was kommt. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Kontakt, Feuer! Haftgenate! Ja, natürlich wird es keine Freundschaft mehr. Oh, da hinten. Gib mir Deckung! Ich lade nach! Ich finde den einfach geil, immer mit seiner Mucke. Hey, Flur runter! Los! Wir brauchen dringend mal eine andere Waffe. Sniper ist inzwischen wieder voll. Ah, schön, schön. Wow! So eine Scheiße, hing der direkt vor uns, direkt vor unserer Nase. Ist doch scheiße sowas, richtig scheiße. Wir können Leid nicht entkommen, wir sind das Leid, ja. Der Tennisplatz ist auch, wenn da mal ein Ball runterfliegt, boah, da baumeln ja auch noch welche, das ist ja ekelhaft. Ah, du blöder Penner, du. Feind ausgeschaltet! Ich lade nach! Ah, da kommt eine Menge runter. Die Sniper. Curtis ist noch nicht der beste Sniper, aber Thompson. Boah, wir müssen auf Thompson aufpassen, falls wir nicht schon erledigt haben. Thompson, wo bist du? Achtung, sie bewegen sich! Kommt ja auch mal mit. Danke. Gegner doch sein, da war doch einer. Ach, verdammt nochmal. Sniper in der Hand. Oh Gott. Den Flur runter, los! So, da hinten haben wir auch noch einen. Okay. Feind getötet! So. Ne, lässt sich leider nicht runterschießen. Nix los, aber auch. Leute, wie wär's mal? Rückt ihr doch mal vor. Warum soll ich mal da irgendwie seine vorrückt? Verdammt, ich will keine Flinte. Vom Flur? Welcher Flur? Einer kommt aus der Deckung. Hab das, Ryan! Oh. Und wo ist denn der Eingang der Seilrutsche? Ich brauche dringend Munition. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Weißt du, ich hab Angst vor euch. Ich sag dir mal... Oh, verdammt, Alter. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Und bleib liegen, verdammt! Muss nachladen, scheiß Deckung! Ah, wir haben schon wieder nur 8 Kugeln, also wir kriegen immer nur peu à peu immer so kleine Leckerlis zugeschmissen. Na los, Leute. Kontrollpunkt, perfekt. Weitere Scharfschützen vis-à-vis. Wir müssen weg, sonst geht gar nichts. Lass mich doch erstmal ein bisschen nach. Scharfschützen aus. Wo sind denn Scharfschützen? Müssen wir mal sagen. Da kam schon Scharfschütze in der Nähe. Ah. Hätte ich auch mal mit einem Rotpunktvisier schießen müssen, damit verraten sie sich doch. Da oben. Verdammt. So. Da unten auf dem Dach. So. Okay. Tango down, Leute. Tango down. Na, Logo. Okay, da habe ich den. Der... Verdammt nochmal, scheiße!
Oh, das ist jetzt echt... Ja, haben wir dann noch einen? Wir können los. Perfekt. Ich mache hier mal vorsichtig einen Schalldämpfer drauf. Ah, ich habe schon fast das böse Gefühl, dass gleich wieder die Helikopter... Das ist ein Fehler, Walker. Sie kriegen diese Menschen nie durch die Sturmwand. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen sie alle ins Verderben. Oh, Scheiße! Walker! Was machst du? Adams? Das kannst du nicht machen! Stopp! Hör auf, verdammt! Walker! Nicht! Oh Gott! Was hast du getan, Walker? Er hat seine Knarre auf uns gerichtet. Ich hab nicht aufgepasst. Hey, kann passieren. Na komm. Was für nicht aufgepasst? Er hat seine Knarre gezuckt. So macht man doch nicht. Und jetzt sind wir wieder die Bösen deswegen. Ach, das ist doch echt. Geheiminfos. Okay, Colonel. Für Sie, John. Ja, Sir. John. Sollen wir? Sie nehmen das aber nicht auf, oder? Was? Nein. Nein, natürlich nicht. Gut, ich will nicht. Die Menschen sollen meine Worte hören, nicht meine Stimme. Verstehe ich vollkommen. Ja, das glaube ich. Sie waren ein Freund diese letzten Monate. Es war hilfreich, wen zu haben, der einfach zuhört. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir. Was tun Sie da? Oh, tut mir leid. Der Stift geht nicht. Ich brauche einen anderen. Sorry. Hab gerade nicht aufgepasst. War ganz kurz abgelenkt von meinem Handy. Das hat nämlich vibriert. So, aber egal. Ihr habt da trotzdem, denke ich mal, alles mitbekommen. Also ich weiß immer noch nicht, also wir sind schon recht nah am Ende. Es ist halt immer noch alles in Grau gehüllt. Es ist keine klaren Konturen zu erkennen, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt böse. Vor allem, was soll das gerade? Der hat doch die Waffe nach uns gezuckt. Der hat die in der Hand genommen und hätte nur noch abdrücken müssen. Ich musste doch irgendwas machen. Ich höre ja, was ihr treibt. Und da muss ich mich schon fragen, wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Halt's Maul! Und dann eine Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus gern. Mein Kaugummi verschluckt. Natürlich, Kaugummi. So will ich es auch nennen. Kaugummi. Kann ich ein bisschen Wüstensand sein? Staub der Leichen, die du zu verantworten hast? Unser Hochhaus. Viele Gegner da auf dem Dach. Wer macht denn sowas? Naja. Viele Gegner auf dem Dach, ich sehe keinen einzigen. For the truth. Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Kontakt ist tot! Scheiße! Durch die hintere Tür kommen noch mehr von denen! Na los, Mann! Achtung, sie bewegen sich! Ach, Mann! MG, rechts! Ich hab ihn gemacht. Scheiße! Feind erledigt. Da sind ein bisschen sehr... Ah, verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt. Wir müssen kurz in Deckung gehen. Da wird sonst nichts. Ah, komm, Adams, was machst du? Da, lange Distanz. Nein. Verstanden. Schalt ihn aus. Was war das?